vermute schon stark, dass wir irgendwas mit der Tür dort oben machen sollen, weil hier ist ja eindeutig. Na komm. Hier ist ja eindeutig nach oben gezeigt zu den Sternen. Oder vielleicht noch irgendwas mit den Bergen. Sehr stark. Ja, was kommt mir bloß wieder in den Sinn? Ich frage mich, was die Spiele machen, wenn das angefangen ist. Und dann dauernd diese Geräusche, bei denen ich immer wieder zusammenzucke, aber schon langsam nicht immer machen muss. Eindeutig die Augen. Es ist irgendwas, hat es mit den Augen. Hypnotischen Zeichen. Ach ja. Ja, man merkt, ich bin verzweifelt, aber es ist immer viel geschafft worden jetzt. In der mittlerweile letzten Folge. Hat sich noch irgendwas mit dem See geschoben? Verändert? Nein. Diese Inschrift. Etwas zu bedeuten. Wow, das ist jetzt so überraschend, dass ich darauf gekommen bin, dass die was zu bedeuten hat. Die Frage ist nur, was? Es muss ja irgendwas. Daher kenne ich die Augen. Und anscheinend müssen wir zum zentralen Mittelpunkt der Augen oder sowas. Wie gesagt, das ist jetzt sehr weit hergeholt. Okay, also wir haben... Oder warte mal. Geht das jetzt? Nein. Es leuchten ja jetzt alle fünf Augen. Können wir die Tür da jetzt benutzen? Irgendwie kriegen wir jetzt, glaube ich, den Schlüssel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir finden den jetzt irgendwo. Geht's vorwärts. Schadadadadada. Ich bin verzweifelt. Ich bin sowas von verzweifelt.
glaube, wir sind uns einig, der Schlüssel wird jetzt wohl hier irgendwo sein. Nur ich sehe ihn nicht. Ist halt, hier sind die Augen in einem Kreis angeordnet. Ich will gar nicht wissen, was mich hier hinter erwartet. Ein Kreis. Ich will jetzt eigentlich schon nicht schon wieder. Oh. Ach, was anderes. Ich will da nicht. Mensch, ist gut. Die ist nicht offen. Jetzt noch mal mit dem Messer probieren. Jo. Macht es keinen Sinn. Ich will nicht schon wieder die Aufnahme abbrechen müssen. Weil ich es mal wieder nicht hinkriege. Ist ja schlimm. Das macht ja auch keinen Sinn, jetzt hier ewig rumzugängeln und euch langweilig durch die Aufnahme zu führen. Das macht auch keinen Spaß. Könnte ich gerne weitermachen. Naja, dann Power. Notizbuch. Seit wann haben wir ein Notizbuch? Das, oder nein, das haben wir mit der Schule. Ach nee, das haben wir wirklich schon. Das war mir jetzt gerade so fremd. Okay, du kannst das Handy immer noch nicht benutzen. Na gut, dann gehen wir zum Abschluss nochmal durch den Stuhl. Unseren obermäßigen Skills. So. Und die dann werde ich wohl erstmal. Alter! Und da zuckte er auch wieder zusammen. Ja gut, dann werde ich wohl noch mal ein bisschen offscreen suchen, bis ich wieder eine Lösung gefunden habe. Und dann geht's weiter. Ich wundere gerade, ob ich jetzt hier episch ende oder vor dem neuen Spruch. Ich würde sagen, ich ende vor dem Spruch. Und ich, ja genau, das war es erst mal wieder. Das war jetzt also wieder eine sehr kurze Aufnahme. Genau, das ist wirklich eine sehr kurze Aufnahme. Das wird bis anderthalb Folge. Egal, ich wollte bis erstmal wieder eine Folge abliefern. So, das heißt, wir sehen uns wieder bei der nächsten
Folge, oder nein, die Folge dürfte immer noch laufen. Also die Folge dürfte nach dieser Aufnahme noch weitergehen. Zu Let's Play Anna oder in einem weiteren Let's Test. Tschüss. Mensch, wie geht das weiter? Und da sind wir auch wieder bei Let's Play Anna. Das letzte Mal, naja, haben wir dann mehr oder weniger festgehangen. Und als ich mir die Folgen nochmal angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass wir ja mal wieder ein bisschen mit dem Inventory alles miteinander probieren können. Vielleicht haben wir da ja was. Vielleicht haben wir da ja was übersehen. Man weiß ja nicht. Oder mit. Ich will immer noch wissen, was man mit diesen Blättern machen muss. Ja, warum sollte ich das machen? Ich habe jetzt einfach mal keinen Plan, wie vorankommen. Ich schnitt das Seil. Warum war da ein Seil? Okay, wir haben 5 Blätter. Ein goldenes, ein silbernes, ein bronzenes, ein weißes und ein schwarzes. Okay, die 5 Farben kommen mir doch verdächtig bekannt vor. Der Tod war schwarz, der Hass in Bronze. Okay, wir haben jetzt erstmal Tod schwarz, Hass Bronze. Wir müssen mit den Bildern irgendwas machen. Ach ja, Lüge war weiß. Mit den Blättern und... Naja. Es gibt ja 5 Bilder, vielleicht steht ja... Das ist einfach mal weit hergeholt. Jedes Bild für ein Blatt oder für eine Eigenschaft und wir müssen dann halt der Eigenschaft das Blatt zuordnen. Also Tod war schwarz. Schwarz. Das sieht aus wie abgeschlachtet. Das könnte tot sein. Was haben wir hier noch? Ne, das ist auf keinen Fall tot. Das auch nicht. Das ist Einsamkeit. Wir tun erstmal den Tod. Erste Mal den Tod. Ob das denn klappt, meine Idee überhaupt. So. Lass es nochmal auf Deutsch lesen. Tod war schwarz, der Hass in Bronze. Lüge war weiß. Die Freude golden.